Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Fragestunde im wie immer vollbesetzten Deutschen Bundestag. Oh, scheiße, ich sehe gerade, da sind viele leere Plätze. Naja, ich denke, da werden einige Abgeordnete einer Nebenbeschäftigung nachgehen. Naja, aber ist ja auch verständlich. Ist ja wirklich kein wichtiges Thema. Es geht ja nur praktisch, betrifft ja nur 800 Millionen Menschen. Da kann man schon verstehen, dass sie dann lieber ein bisschen Geld verdienen. Und zwar geht es heute um das sogenannte Freihandelsabkommen, TTIP genannt oder auch manchmal TTIP ausgesprochen. Sie, liebes Publikum, haben jetzt die einmalige Gelegenheit, der parlamentarischen Staatssekretärin aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Frau Dr. Maria Flachbart, zu TTIP persönlich und ganz direkt Fragen zu stellen. Aber zuvor übergebe ich noch an meine Kollegin, der Bundestagsvizepräsidentin, Frau Petra Pau. Bitte, Frau Pau. Herzlichen Dank. Wir beginnen mit dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Zur Beantwortung der Fragen steht die parlamentarische Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbart zur Verfügung. Es geht um Verbraucherschutz und Umweltstandards im Rahmen des Freihandelsabkommens mit den USA. Bitte, Frau Staatssekretärin. Ja, da steht sie jetzt, die Frau Dr. Maria Vollbart. Und Flachsbart. Wie bitte? Flachsbart. Entschuldigung, Flachsbart natürlich, da kann mal sowas passieren. Mein Fehler. Also, hier steht sie wieder, genau, die Frau Dr. Maria Flachsbart und wartet geduldig auf ihre Problemchen. Wer hat also eine Frage zum Freihandelsabkommen, insbesondere zu Verbraucherschutz und Lebensmittelstandards? Ja, der Herr in der ersten Reihe da vorne, sieht nichts mehr. Dürfen dann auch in Europa diese Chlorhühnchen verkauft werden? Ja, eine gute Frage. Ich denke, diese Frage brennt uns allen auf den Nägeln bzw. auf der Zunge. Bitte, Frau Flachsbart, was sagen Sie dazu? Die pauschale gegenseitige Anerkennung von Verbraucherschutzstandards ist keinesfalls Maßstab für den Abbau von nicht-tarifären Handelshemmnissen bei den TTIP-Verhandlungen. Vielmehr kommt eine solche Anerkennung nur im Einzelfall und nur nach gründlicher Prüfung der Gleichwertigkeit der Standards in Frage. Hierfür kann TTIP die Voraussetzung schaffen, durch bessere Informationen über den Inhalt der jeweiligen Regelungen beider Seiten. Ja. Vielen Dank, Frau Dr. Flachsbart. Nur im Einzelfall und nach gründlicher Prüfung, naja. Sie sagen gerade Gleichwertigkeit der Standards. Ich bin mir sicher, zu dieser Gleichwertigkeit der Standards, was Sie auch sagen, Gleichwertigkeit von Hormonfleisch und Gentechnik und so weiter, hat bestimmt auch der eine oder andere Frage. Ja, bitteschön, wenn Sie so eifrig sind, gerne. Entschuldigung, scheinbar haben Sie meine Frage nicht verstanden. Es ging doch um die Chlorhühnchen. Dürfen die jetzt in Europa verkauft werden oder nicht? Okay, also sicher berechtigte Frage, sondern die wirklich beantwortet worden. Bitte, Frau Flachsbart, nochmal Chlorhühnchenfrage. Es geht bei diesen Verhandlungen nicht um die Anerkennung einzelner Standards oder gar einer pauschalen Genehmigung von Standards oder Verfahrenstechniken. Vielmehr ist ja Gegenstand der Gespräche zu versuchen, eine Vereinbarung von Verfahren, wie beide Seiten besser über die Regelungsvorhaben der anderen Seite informiert werden können und wie man dann möglicherweise eine gemeinsame Ebene finden können, letztendlich Sinn und Zweck. Ja, also tut mir leid, eigentlich, ich habe nichts rausgehört über die Chlorhühnchen, aber immerhin habe ich entnommen, Ihren Worten, Frau Dr. Flachsbart, es gehe bei dem TTIP im Grunde nur um eine Art Informationsaustausch, oder? Eine Vereinbarung von Verfahren, wie beide Seiten besser über die Regelungsvorhaben der anderen Seite informiert werden können. Informiert werden können, genau. Also ich muss jetzt sagen, ist es nicht ein wenig? Ich meine, rentiert sich das dann überhaupt, so ein umfangreiches Abkommen zu machen, wenn es nur um Informationsaustausch geht? Ich meine, BND und NSA, die kriegen das ja auch in den Informationsaustausch. Bitte, Frau Flachsbart, könntest du bitte eine Antwort geben? Die Unterschiede der Regelungen der EU und der USA in den Bereichen Verbraucherschutz und Umweltstandards hinsichtlich der Kennzeichnung und Zulassung von Produkten, Lebensmitteln und Chemikalien sind vielfältig.
und lassen sich deshalb nicht in einer kurzen Antwort zusammenfassen. Darüber hinaus ist beim Vergleich der Regelungen auch noch das regulatorische Umfeld, die Umsetzung und die praktischen Auswirkungen zu berücksichtigen. Dadurch verbietet sich eine pauschale Gegenüberstellung. Ein sinnvoller Vergleich kann daher nur im Einzelfall und unter Berücksichtigung aller Umstände erfolgen. Also ich glaube, Frau Flachsbart, ich habe den Eindruck, Sie weichen mir irgendwie aus. Aber apropos Frau Doktor, weil es mir gerade einfällt, Thema Ihrer Doktorarbeit war, habe ich auf Wikipedia gelesen, funktionelle Morphologie des Analbeutels bei der Hauskatze. Bitte nachlesen, stimmt wirklich? Glauben Sie wirklich, Frau Flachsbart, dass Sie sich mit dieser Vorbildung als Fachfrau in Sachen Freihandelsabkommen aus dem eigenen? Gut, das müssen Sie dann an anderer Stelle miteinander weiter debattieren. Sie haben natürlich recht, jetzt haben wir ein bisschen vom Thema abgeschnitten. Also wieder zurück zum Freihandelsabkommen. Also eine weitere Frage zum Freihandelsabkommen. Warum haben wir es ja gedacht? Ja, drücke ich mich falsch aus? Mir ging es um die Chlorhühnchen. Kommt jetzt mal eine konkrete Aussage, ob es jetzt Chlorhühnchen gibt in Europa oder nicht? Okay, Sie geben keine Ruhe, das gefällt mir. Bitte, Frau Flachsbart. Die Bundesregierung setzt sich für ein umfassendes Abkommen unter Einschluss des Agrarsektors ein. Dies ergibt sich schon aus WTO-rechtlichen Vorgaben und ist darüber hinaus auch im Interesse der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft, für die freier Handel neue Exportchancen sowie Zugang zu benötigten Rohstoffen eröffnet. Die Wahrung der europäischen Lebensmittelstandards steht dazu auch nicht im Widerspruch. Auch die USA haben in gleicher Weise ein Interesse an freiem Handel bei Wahrung ihrer eigenen Lebensmittelstandards. Ja, Wahrung der Lebensmittelstandards. Aber beim TTIP, da geht es ja gerade darum, die Lebensmittelstandards zu harmonisieren. Und die Kritiker weisen darauf hin, dass wahrscheinlich diese Harmonisierung eine Harmonisierung nach unten ist. Allerdings, naja, gut, ich muss auch zugeben, wir wissen doch alle, das US-amerikanische Essen ist das gesündeste Essen der Welt. Ich denke, Millionen gut genährter Amerikaner, McDonalds-genährter Amerikaner, können nicht irren. Wenn du so viel Chlor frisst und so viel Antibiotika, dann muss doch gesund sein, oder? Absolut, genau, genau. Würde ich auch sagen. Also, drum noch eine abschließende Frage zu diesem Fragenkomplex. Ja, ich glaube, ich höre schlecht. Reden wir aneinander vorbei hier, oder was? Was ist mit Chlorhühnchen? Ich will jetzt mal wissen, was mit den Chlorhühnchen so passt, sonst setzt was. Gut, Sie fix. Also, Sie haben Körper auf Lachsbach, nochmal die Frage nach den Chlorhühnchen. Die Verhandlungen sind tatsächlich noch nicht zu ihrem Ende gekommen, sondern wir befinden uns sozusagen mittendrin. Wir werden auch nicht hier im Deutschen Bundestag die Verhandlungen jetzt im Detail führen können. Ihnen als Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages ist ja das Verhandlungsmandat zur Verfügung gestellt worden und auf Grundlage dessen werden wir weiter miteinander diskutieren können. Die Bundesregierung hat ein Interesse daran, dass das Verfahren transparent ist und dass selbstverständlich auch das Parlament über den Stand der Verhandlungen immer wieder in Kenntnis gesetzt wird. Ja, Sie hören, das Verfahren ist transparent, was wollen wir mehr? Aber nichts Gewisses weiß man nicht, es wird halt doch verhandelt und das müssen Sie jetzt schon reden über so Details wie Chlorhühnchen, Hormonfleisch, was weiß ich. Da kann man jetzt im Bundestag jetzt nicht so lang und breit drüber reden. Danke, Frau Dr. Maria Chlorbad. Lachsbad. Was ist mit der Chlorbad? Lachsbad. Oh. Sie haben uns die Augen geöffnet. Das war jetzt Originalmitschnitte einer Fragestunde aus dem Deutschen Bundestag, eben zu dem Schwerpunkt TTIP vom 12. März 2014. Das ist wirklich so ähnlich abgelaufen, also eigentlich keine konkrete Aussage. Kommen wir aber jetzt wieder von der Satire zurück zur Realität. Beim TTIP wird bislang hauptsächlich über Chlorhühnchen, Gentechnik, Hormonfleisch und so Sachen gesprochen. Seltener schon über die zu erwartenden Einschränkungen bei neuen Freiheiten angeblich im Arbeitsrecht oder im Kulturbereich. Noch kein einziges Mal wurde aber unseres Wissens bislang das Thema Waffen angesprochen. Ja. Doch bei logischer
Ausbildung des Abkommens, das ja besagen soll, dass alles, was in dem einen Land verkauft werden darf, muss auch in dem anderen Land genehmigt werden, sonst setzt es Strafe. Bei logischer Auslegung ist es unserer Erachtens nur eine Frage der von wenigen Jahren, bis bei uns vielleicht ähnlich laxe Waffengesetze herrschen wie in den USA. Wenn man sich anschaut, was der Herr Gauck und die von der Leyen, wie die Militarisierung der Öffentlichkeit, der Gesellschaft vorantreiben, würde mich das auch nicht weiter wundern. Mit einem entsprechenden Zukunftsszenario, beziehungsweise wie gesagt, USA ist es eigentlich schon, ist es Realität, werden wir uns in der nächsten Szene beschäftigen. Man sieht, der Besitzer eines Waffengeschäfts und gleich tritt eine moderne Regenbogenfamilie auf, Mutti und Mami, mit ihrem 8 Jahre alten Wonnekorken Sabinchen. Oh Mutti, die will ich haben! Bitte, 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 Mama, sag mir! Echt? Das scheint ein gutes Modell zu sein, das haben auch die anderen in der Klasse. Da ist er auch, das geht in Kinder! Oh, wie süß! Also ich weiß nicht, eine Waffe für ein Kind? Oh Mama, das muss doch nicht sein! Mama, nur schon wieder, die anderen machen mich doch schon ab, weil ich noch keine Gemeinde habe! Und wenn schon? Und wenn schon? Wenn unsere Tochter in der Schule gemobbt wird, ist dir das egal? Sie kann ja ein Gewehr haben, aber hat kein echtes. Wie soll sie denn sonst lernen, sich zu verteidigen? Und die hat ey. Und ich tu bestimmt nichts. Ich pass so gut auf. Ich weiß nicht. Kann ich den Damen behilflich sein? Ja. Wir sind auf der Suche nach einem Kindergewehr. Können Sie uns da was empfehlen? Ja, Ihre Tochter hat eh schon eine sehr gute Wahl getroffen. Unsere meistverkaufte Kinderwaffe. Kleines Kätzchen von Heckler und Koch. Deutsche Wertarbeit. Nur 150 Euro. Munition für den Anfang gebe ich Ihnen gratis dazu. Und wie ist es da mit der Sicherheit? Da kann ich Ihnen beruhigen. Das ist eine absolut sichere Waffe. Schauen Sie. Hier. Ist eine eingebaute Kindersicherung. Wenn Sie die aufsperren, dann können Sie schießen. Wenn man mal vergisst, abzusperren? Das vergessen Sie schon nicht. Glauben Sie mir das. Aber wenn es Sie beruhigt, wir geben auch Kurse. Für Jungen und Mädchen getrennt, wenn Sie es wünschen. Was haben Sie denn noch außer Heckler und Koch? Na, die ganzen amerikanischen Marken. Zum Beispiel die Klassiker. Die Cricket 22, auch in verschiedenen Farben, auch in rosa. Aber dann leider ohne kleines Kätzchen drauf. Und natürlich die ganzen kleinen Kaliber. Ich weiß nicht. Man muss mit der Zeit gehen. Heutzutage haben viele Kinder Waffen. Je eher die Kleinen den Umgang mit den Waffen lernen, umso besser, umso sicherer. Mit dem Freihandelsabkommen hat sich so vieles geändert. Kinder jetzt Waffen haben dürfen. Dafür müssen die Amis jetzt unsere Überraschungseier kaufen. Ach so, waren die in den USA verboten? Ja, weil die Kleinen die Spielzeuge verschlucken könnten und daran ersticken. Na, ja, die Amis, versteht die einer. Also mir wäre es lieber, wenn alles beim Alten geblieben wäre. Hat ja eh nichts gebracht. Ich meine, von wegen Arbeitsplätze. Also mir hat das schon was gebracht. Nehmen wir jetzt eine? Na, ich weiß nicht. Ach, du nervst. Wir haben das doch schon besprochen. Wir nehmen die hier und damit Wasser. Ich will aber nur die! Kein Problem, Kleine. Ich packe Ihnen ein und packe Ihnen auch noch eine Kinderhandgranate mit dazu und eine Junior-Drohne. Werbegeschenke von der Verteidigungsministerin. Familienfreundliche Bundeswehr, Sie wissen schon. Vielen Dank. Sabinchen, gibst du uns mal die Waffe, damit wir sie einpacken können? Nein! Sabinchen, spielst du mit? Oh, Scheiße! Die Kindersicherung! Kindchen, gibst du mir die Waffe? Nein, gib mir die Waffe! Gibst du
Matze, gib nur ein! Nein! Mama? Mutti? Ja, tragisch. Und leider keine überzogene Satire. Laut einer Studie werden wegen Schusswaffenverletzungen in den USA täglich 20 Kinder und Teenager in Krankenhäuser eingeliefert. 2010 starben 2000 Kinder und Teenager an Schusswaffenverletzungen. Die Wahrscheinlichkeit eines US-amerikanischen Kindes durch Kugeln zu sterben ist 17 Mal höher als in allen in den 25 am meisten entwickelten Ländern der Welt zusammen. In Supermärkten werden Waffen gleich neben Gemüse und Geochips verkauft. Besonders erfolgreich ist die Kampagne zurzeit My First Rifle, der Firma Keystone. Die First Rifle, die erste Knarre, ist ein voll funktionsfähiges Kleinkalibergewehr zur Aufnahme wie im Stück Cricket 22. Das ist also ein Starter-Kit. Genau. Das ist der 5-jährige Christian Sparks und seine Schwester Caroline, 2 Jahre. 2013 hat dieser kleine Knirps hier seine Schwester mit einer Cricket 22 erschossen. Aber bei uns ist das glücklicherweise noch Zukunftsmusik. Darum spulen wir jetzt die Zeit zurück und widmen uns wieder dem aktuellen Stand der Verhandlungen zum TTIP. Wir haben dazu eine kleine Performance einstudiert. Hier sehen Sie eine Politikerin. Oh, da kommt sie. Guten Abend. Die beiden Herrschaften da draußen verkörpern europäische und amerikanische Lobbyisten. Und sie hier ist eine kritische Verbraucherin. Sie verkörpert quasi euch. Ich freue mich, dass sich die Beziehung zwischen der EU und den USA mit dem Freihandelsabkommen noch verbessert. Wir versprechen uns mit der Zollfreiheit einen florierenden Handel und natürlich Wirtschaftsaufschwung. Die meisten Zölle sind doch jetzt schon verschwindend gering. Außerdem gehen Billigexporte nur zulasten der kleinen Betriebe. Wir machen den Staat noch stärker. Sieht man zum Beispiel in Mexiko als Folge vom Nordatlantischen Freihandelsabkommen NAFTA. Wir liegen ganze Landstriche verlassen da, weil sich die Bauern gegen die billigen Importwaren nicht mehr behaupten können. Aufschwung! Da haben wir alle was davon! Ich weiß nicht. Um diese geheimen Verhandlungen geht es sicher noch viel mehr als Zollfreiheit. Thema nicht relevant! Ja, es wird eine Harmonisierung angestrebt. Harmonisierung? Das bedeutet, dass im Interesse der Großkonzerne unsere zum Teil hart erkämpften Qualitätsstandards herabgesetzt werden. Ich kann Ihnen versichern, dass eine pauschale Herabsetzung irgendwelcher Standards nicht zu befürchten sein wird. Regulatorische Konvergenz in wechselseitiger Anerkennung. Ja. Ziel ist regulatorische Konvergenz in wechselseitiger Anerkennung. Hä? Ist denn der Verbraucherschutz gewährleistet? Das Thema ist wirtschaftsfremd. Ja. Der Verbraucherschutz ist ein wirtschaftsfremdes Thema und daher nicht Teil der Verhandlungen. Und diese Harmonisierung hat einen ganz schönen Rattenschwanz mit sich. Zum Beispiel zur Desinfektion oberflächend behandelte Schlachtkörper, also Chlorhühnchen. Dann
Fracking, also das Einleiten von Chemikalien unter die Erde, um Schiefergas zu gewinnen. Ja, hormonbehandeltes Fleisch. Da haben wir das Wachstum. Jetzt haben wir dann tatsächlich alle was davon. Ja, was kommt noch so auf uns zu? Wasserprivatisierung. Arbeiter kündigen ihren Chefs,
regen gemeinsam Produktion und Verkauf. Demokratisch wird der Output geplant, in Kooperation, nicht in Konkurrenz. Jedes Geschäft ist transparent, nicht Profit regiert, sondern Notwendigkeit in unserer neuen Gesellschaft. Jetzt ist die Zeit für eine solidarische Ökonomie, Herrschaftsfreistaat, Barbarei. Jetzt ist die Zeit der Ermündigung. Jeder und jeder bestimmt über das, was sie angeht. Stadtteile kümmern Stadtteilangelegenheiten, Wohnblocks, was den Wohnblock betrifft. Dörfer und Märkte von unten nach oben, von der Stadt zum Land, zum Kontinent. Nicht dem Gewissen, sondern den Beschlüssen verpflichtet. Damit steht so eine Stimme, allen gehören in unsere.